Hallo Minecraft, willkommen zurück beim Minecraft-Projekt. Ja, Sattel. Sattel war so eine Geschichte. Diamant, Horse Armor. Eisen, Horse Armor. Und was haben wir letztes Mal noch gemacht? Wir sind zurück aus dem Nether, glaube ich. Ich wollte noch irgendwas machen. Weshalb war ich denn hier oben? Na, eigentlich brauche ich noch ein paar Level, glaube ich. Habe ich da noch ein bisschen Eisen? Dann könnten wir noch ein bisschen farmen gehen. Eins. Ein bisschen Eisen ist eins. Ja, toll. So nicht. So, Eisen. Eisen hier. Sehr schön. Ah, haben wir doch einen Haufen. So, Essen haben wir auch noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal noch ein bisschen farmen. Nein, wir gehen in Nether. Weil ich muss ja auch noch ein bisschen hier Netherrack farmen. Und ich hoffe mal, ich zerstöre nicht schon wieder gleich das Nether-Portal. Es sieht im Moment gut aus hier. Zumindest für den Moment. Wahrscheinlich kommt gleich Lava und macht irgendwas kaputt. So, ich baue hier auch noch mal zu, weil ich will ja nicht, dass unser Netherportal hier von irgendwelchen Geschöpfen kaputt gemacht wird, ne? Ist er hier im 1.9 im normalen Minecraft, glaube ich, viel wichtiger wie jetzt in den gemoddeten Versionen. Das dann noch und hier und da und dann passt es eigentlich erstmal. Dann graben wir uns hier mal durch die Landschaft. Ich habe keine Fackeln, dann machen wir uns gleich welche. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir nicht auf Lava treffen. Da netter Quarz, genau das brauchen wir. Das gibt nämlich XP. Ah, ja, stimmt, da war ja immer noch was. Hier, Texture Pack. Ich habe leider noch keins gekriegt. Keiner hat mir irgendwie eins vorgeschlagen. Also wenn ihr eins habt, dann schlagt mir doch einfach ein Texture Pack vor. Können auch gerne eigenes sein für die 1.9, ja? Das ist mir völlig Banane. Dann mache ich auch für euch ein bisschen Werbung. Aber es muss
smooth aussehen. Ja, so ein bisschen hübsch. Mit klaren Linien. Bisschen hell. Also nicht so ein Dark Teil, wo dann so hässlich ist. Darauf habe ich keinen Bock. Weiß gar nicht, brauchte ich 8 oder 11 Level für die Reparatur der Spitzhacke? Muss ich mal nochmal gucken, aber ich mache jetzt hier einfach noch ein bisschen Level, weil Netherrack braucht man ja auch fürs Dach, ja? Und für die anderen Dächer wird man wahrscheinlich auch Netherrack benutzen. Ist einfach viel einfacher zu besorgen wie Clay. Und wenn ich die Spitzhacke hier dann gleich auch wieder repariert habe, dann ist noch ein bisschen schneller hier an Netherrack zu kommen. Weil die geht ja dann wieder total ab wie die Luzi. Bisschen Quarz hätte ich gern noch gern. Hätte ich noch gern. Gib mir Quarz, gib mir Quarz, gib mir Quarz. Da passiert. Ich habe ja schon damit gerechnet, ja. Ich habe ja damit gerechnet, ja. Er musste im Nether musste immer auf der Hut sein, immer. So, aber wir haben es gerettet. Aber ich höre ja trotzdem irgendwie Lava blubbern. Und das Krasse ist ja, die Lava hier im Nether ist viel schneller wie die in der Oberwelt. Habe ich immer so das Gefühl. Vielleicht irre ich mich auch, aber so kommt es mir zumindest vor. Ich will nur Netherquarz, komm, gib mir. Gib mir Netherquarz. Oh, ich habe schon so lange gebaut hier. Eigentlich hätte ich es jetzt mal verdient. Wahrscheinlich finde ich dann welchen, wenn die Spitzhacke kaputt ist. So wie es immer ist bei solchen Geschichten. Eine Reihe gehe ich noch rein. Kein Netherquarz, das gibt's ja nicht. Am Anfang habe ich zwei Spots direkt nacheinander gefunden. Oder drei.
Und jetzt gibt's nichts mehr. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe gedacht, ich kriege hier gleich genug Netherquarz für die nächsten 20 Folgen. Das ist schon eine lange Strecke. So, jetzt bauen wir hier aber noch schnell zu. Nicht, dass wir da noch überrascht werden. Mal so, wird schon passen. Ein Zombie-Pigman. Dann kramen wir einfach noch in die andere Richtung schnell. Hier nochmal. Auch noch ein bisschen Netherquarz, bitte. Der Nether mag mich nicht. Er hat keine Lust, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber jetzt haben wir auch schon einiges an Netherrack gefarmt für unser Dächchen. Ja? Also das ist eigentlich auch nicht ganz so schlecht. Vielleicht wäre es auch mal sinnvoll, hier einen Crafting Table mitzunehmen. Dann müsste ich nämlich nicht immer zurück, wenn die Spitzhacken kaputt sind. So. Nein. Ja, Evendors sind immer so schwer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Hier ein bisschen. Hier kommt noch eins rein. Jod, 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 Jod. Ach so, Level. Eisen brauchen wir. Eisen. Spitzhacke. Eisen. Enchanting kosten 8. Fertig, fertig, fertig. Sehr schön. Sehr schön. Und den Rest an Netherrack hauen wir hier rein. Oh, war doch eine erfolgreiche Folge eigentlich. Hab zwar kaum was gemacht, außer ein bisschen. Warte mal, haben wir hier noch Türen? Nee. Wo ist hier ein Zombie? Brauche ich eigentlich, um eine normale Eisenrüstung zu reparieren, auch XP? Ja. Obwohl die nicht verzaubert ist. Das ist ja interessant. Das ist ja übel. So, also, wir haben unsere Spitzhacke wieder, Efficiency 3, repariert.
Das heißt, wir können wieder schneller im Nether farmen gehen. Aber ja, wahrscheinlich ist es auch schon mal so allgemein gerade gut, dass wir. Da ist der Zombie. Zombie! Es ist allgemein gut, dass wir wieder eine reparierte Spitzhacke haben. Ja, das war's von der heutigen Folge. Vielleicht ist bis zur nächsten Folge das Zeug hier auch schon gebraten, wobei ich hier nicht so viel Kohle habe. Ja, seht ihr hier, die Öfen sind schon wieder aus. Aber ja, wir werden einfach mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Vielleicht habt ihr auch Bock, wie gesagt, mir ein Texture Pack zu machen oder eins zu empfehlen. Oder habt Bock hier mitzuspielen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.